Dann fangen wir mit dem ersten an. Die meiste Verschiebung vom Auto zu einem anderen umweltfreundlichen Verkehrsmittel schaffen Menschen mit Fahrrädern. Das beweisen Städte, die ein ausgedehntes Fahrradstraßennetz haben, Spitzenreiter in Europas Groningen, die geschafft haben, 60% auf den Fahrradverkehr zu verlagern, der Rest teilt sich dann auf 40%. Mehrere andere holländische und dänische und die deutsche Stadt Münster liegen knapp unter 50%. Und die Hauptgeschichte, wie das passiert, ist, ein gutes Fahrradstraßennetz zu haben. Und zwar echte Fahrradstraßen, also nicht Fahrradstraßen, wo das Schild steht, Autos dürfen da auch, sondern echte Fahrradstraßen, das heißt die Trennung von Auto- und Straßenverkehr. Und wenn ich so viel verlagere, kann ich locker mal mindestens ein Drittel der Straßen hier in Gießen Fahrradstraßen verwandeln. Wir haben einen konkreten Plan veröffentlicht für ein intensives Fahrradstraßennetz. Und meine Frage jetzt an dich, was sagen die Grünen zu solchen Ideen, hier über ganz Gießen ein Fahrradstraßennetz zu machen? Es kann sein, dass ich manchmal in die Ich-Message reinrutsche, aber dann sind meistens ja auch die Grünen gemeint. Wenn es nicht so ist, dann sage ich das nochmal explizit dazu. Beim Fahrradstraßennetz ist es schon so, dass wir Grüne dafür sind, ganz klar. Es ist wirklich so, dass wir hier für die Fahrräder einfach zu wenig Platz in der Stadt Gießen haben. Ich erlebe das selber täglich, weil ich mit dem Rad und mit der Bahn unterwegs bin und man kommt sehr oft in den Begegnungsverkehr mit Autos und das führt oft zu Missverständnissen und auch oftmals zu Unfällen. Also das ist jetzt allgemein gesprochen mit den Unfällen, aber es ist halt einfach so, dass die Fahrradfahrer zu wenig Platz in der Stadt haben. Das führt auch dazu, dass man, wenn man mit Leuten spricht, die sich zu Alternativen zu Autos raussuchen, zum Beispiel ein Lastenfahrrad oder einen Anhänger mit hinten dran, dass sie Angst haben, damit auf die Straße zu gehen, weil gerade solche Geräte sind dafür gebaut, dass sie eben auch Platz benötigen und diesen Platz auch brauchen, ohne dass sie dann noch von einem Auto irgendwie schnell überholt werden. Darum brauchen wir auf jeden Fall mehr Fahrradstraßen und auch ein richtiges Netz. Zum Beispiel, als Beispiel, vom Bahnhof zur Uni. Ja? Weil wir haben viele Studenten, die kommen am Bahnhof an und die wollen dann weiter und die wollen auch relativ schnell weiter. Das ist zum Beispiel eine Straße, die durchgehend einfach bis dahin, also bis zum Philosophikum, brauchen wir auf jeden Fall etwas, ich sage jetzt mal sogar wie Schnellfahrradweg, ne? Also wo man schnell dorthin kommt, weil das erhöht einfach die Attraktivität vom Fahrradfahren. Das heißt, Sie sind kostenneutral für ein nicht gesetzter Fahrradweg? Ja, da sind wir auf jeden Fall dafür. Dann kommen wir schon zur zweiten Forderung. Wir fordern die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und sind der Auffassung, dass mit dem Bussystem hier in Gießen nicht mehr viel zu reißen ist, wenn wir eine erhebliche Verschiebung haben wollen vom Auto auch zum ÖPNV. Die Busse sind jetzt schon zu großen Teilen überlastet. Es gibt andere Verkehrsmittel, die können viel mehr Menschen transportieren durch einen Radius durch. Und das ist vor allen Dingen die Straßenbahn. Die ist für Gießen optimal planbar als Regiotram, weil wir ein strahlförmiges Schienennetz nach außen haben und das Umland einbinden können, vor allem wenn die Lungertalbahn auch noch reaktiviert wird, was natürlich, wovon wir immer ausgehen, das ist einfach Gesetz, Hollachtalbahn auch, wir wollen die alten Bahnlinien wieder haben. Und dann kann man, dadurch, dass man eine Verbindung macht zwischen einer Regionalbahn und einer Straßenbahn, deshalb heißt das Regiotram, da ist die Idee der Straßenbahn immer drin, dass du nicht mehr zum Hauptbahnhof fährst, der in Gießen nicht besonders optimal liegt, sondern du koppelst aus am Stadtrand irgendwo und fährst dann als Straßenbahn weiter. So was gibt es in Kassel, in Karlsruhe. Das schönste Beispiel fand ich inzwischen in Chemnitz. Das ist sehr ähnlich neben Gießen, haben wir letztens angeguckt. Wunderbar. Und genau das fordern wir, zumal die Regiotram einfach viel Fußgängerinnen und Grünanlagen kompatibel ist. Man braucht keine Asphaltflächen und die machen die Innenstadt wirklich ziemlich hässlich, diese breiten Asphaltflächen. Was sagen die Grünen zum Wiederaufbau der Straßenbahn, am besten dann gleich als Regiotram, um das Umland anzubinden? Ich finde das eine schöne Idee und ich finde das auch eine wirklich sehr gute Vision. Allerdings, das wurde vorhin Herrn Heimach vorhin auch angesprochen, es geht auch ein bisschen um die Kosten. Und wir reden hier um 10 bis 20 Millionen Euro pro Kilometer. Und ich habe das woanders verfolgt.
mein Name ist Wright, also Nachname, und dann in England auch immer. Und Edinburgh haben die das auch mal probiert oder machen das so zum Teil. Und dann sind die Proteste wirklich hochgegangen, weil dann auf einmal so 5 Kilometer waren noch ein bisschen was im Weg. Und dann sollten diese 5 Kilometer auch irgendwann 150 Millionen Euro kosten. Das war dann wirklich auch nicht mehr ja, darstellbar. Die haben es dann gemacht, aber also danach war das Projekt Straßenbahn in Edinburgh tot. Da gibt es dieses 5 Kilometer Straßen, also 5 Kilometer Abschnitten, das war's. Und da sehe ich halt noch ganz viele Fragezeichen da drin. Ich finde das eine schöne Idee, aber ich glaube von der Umsetzung her ist es schwer. Und außerdem muss man auch sehen, bei so viel Geld, was man damit auch anders machen könnte. Und das ist beispielsweise, ich glaube schon, dass man den Busverkehr auch noch weiter ausbauen kann. Wir haben momentan das Thema immer, dass wir über den Marktplatz fahren mit den ganzen Linien. Und da könnte man schon auch noch andere Linien vom Umland her anders steuern oder ergänzen. Und ich glaube, man könnte da mit dem Geld einfach viel mehr anfangen, als das in eine Straßenbahn zu stecken. Was ich aber auf jeden Fall gut finde, und das wird ja auch von angesprochen mit der Luntertalbahn, da haben wir auch nochmal eine Chance, mehr Haltepunkte in Gießen aufzubauen. Es wurde ja auch zum Beispiel am Bischstädter Dreiecker, da wurde ja ein Haltepunkt extra vorgehalten und hinten, Sandfeld, da ist ja auch einer, dass man einfach mehr Punkte an der Schiene direkt hat, schon mal, dass man halten kann. Das macht das auch schon mal das Bahnnetz wieder attraktiver, aber eine Regiotram nochmal durch Gießen zu führen, ich glaube, das ist einfach schlichtweg allein von den Finanzen her zu teuer. Wenn natürlich jetzt irgendjemand kommt und sagt, wir fördern das zu 90%, bin ich der Letzte, der sagt, das machen wir nicht. Weil ich das eine sehr gute Idee finde, aber ich finde sie einfach zu teuer. Das heißt, Sie sind gegen eine Regiotram, so wie sie gefordert wird, bin ich dagegen, ja. Einfach aus Gründen von Priorität. Man muss immer gucken, was kann man denn mit dem Geld sonst anfangen und wie ist es vielleicht vernünftiger einsetzbar. Und da sage ich, Alternativen ist zum Beispiel Stärkung des Fahrradverkehrs, Stärkung des Busverkehrs, autofreie Stadt, das wird auch, ja, die haben ja auch noch zur Diskussion. Ich glaube nicht, dass eine autofreie Stadt kostenlos zu haben ist. Ja, danke. Genau. Das sind alles aber Punkte, die ja bezahlt werden müssen, wo ich sage, da sollten wir das Geld reinstecken, das können wir auch viel schneller umsetzen als eine Straßenbahn. Das dauert Zeit und es kostet richtig viel Geld. Eine realen Teil, aber okay. So, jetzt kommt unsere exotische Idee, die Uniseilbahn. Und das ist ja etwas, was in Europa mitunter Schmunzeln hervorruft. Jetzt haben wir die vorhin auf La Paz hingewiesen. Nicht, um La Paz mit Gießen zu vergleichen, das war ja gar nicht der Sinn, sondern dass in Ländern des globalen Südens die Seilbahn auch innerstädtisch gar nicht mehr so irgendwie exotisch ist. Es gibt mehrere Städte inzwischen auch in Deutschland, sogar auch in Hessen, die darüber, zum Beispiel Frankfurt, die darüber nachdenken, Personenseilbahnen zu machen, weil die einfach sehr raumsparend sind, sehr Fußgängerinnen und Fahrradkompatibel sind. Und deshalb haben wir unseren Plan noch an einer Stelle, wo alle anderen technischen Möglichkeiten doch sehr schwierig sind, nämlich zwischen Bahnhof, Klinikum, Naturwissenschaft, Philosophikum und der Kreisverwaltung, alle sehr schlecht angebundene Bereiche, eine Personenseilbahn zu machen. Autonomes Fahren, E-Mobil, was sagen die Grünen zu unserem Vorschlag mit der Uniseilbahn? Ja. Sie sagen das ja schon selbst, das ist sehr exotisch und ja, es wird sich darüber Gedanken gemacht, Sie haben es gesagt, in Frankfurt zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in Mainz-Wiesbaden, da eine Anbindung zu machen, aber für Gießen halte ich das für weniger sinnvoll, besonders in die Anbindung, weil, wenn man sich da mal den Verkehr anguckt, dann ist der stark stoßlastig, das heißt zu bestimmten Uhrzeiten. Wenn man die Ludwigstraße um 8 Uhr steht, der weiß, was ich meine, hoch auf Klinikum. Wenn sich mal ein Bus gesetzt hat, 802 um 8 Uhr, der weiß, was ich meine. Wenn er sich dann um 11 Uhr da reinsetzt, dann ist dann einfach viel, viel weniger los. Und so eine Seilbahn ist eigentlich dazu da, dass sie die ganze Zeit ausgelastet ist, also wirklich die ganze Zeit genutzt wird. Und das bezweifle ich einfach in dem Bereich. Und bräuchte da eigentlich was morgens und abends eben dann stärker frequent fahren kann. Und da bin ich dann wieder bei den Fahrradstraßen, das wirklich stärker ausbauen, attraktiver machen, mit dem Mietfahrrad und die Uni eine Vorlage gesetzt, wo die Stadt jetzt anfängt, aber wo wir eigentlich viel, viel stärker mit rein müssen und auch die Busverkehre einfach stärken und das Auto rauslassen. Ja. Also sind Sie gegen
Ja, wir sind gegen eine Seilbahn. Also, zieht euch die Grünen, sind gegen eine Seilbahn. Ja. Nur für die Uni oder allgemein? Also ich kann mir momentan, komme ich jetzt in die Liste, also das sage ich jetzt mal, ich persönlich, ich kann mir momentan keine Situation vorstellen, wo eine Seilbahn in Gießen sinnvoll wäre. Okay, dann kommen wir zu unserer sozialen Frage. Damit die ausgebauten Nahverkehrssysteme auch von allen Menschen gleichberechtigt genutzt werden, Grundrecht auf Mobilität, fordern wir den Nulltarif, die Abschaffung des Fahrkartensystems, mal abgesehen von den ganzen sozialen Vorteilen, die das hat, dass man nicht ständig Menschen einsperrt, 7000 sitzen durchschnittlich wegen sogenannten Schwarzfahren im Gefängnis in Deutschland. Das ist auch nicht besonders gut für die soziale Situation in Deutschland, wenn man weiß, was Knechte mit Menschen machen und dass wir natürlich nie die Tagessätze bezahlen können, reinkommen. Also die Ärmeren können sowieso nicht ein Ticket bleiben zu Hause. Wenn sie dann doch mal fahren, kommen sie in die Knechte oder so etwas. Und um diese elendige, ständige Umweltpolitik für Reichere zu machen, verknüpfen wir unsere Verkehrswende-Vorschläge mit der Forderung nach dem Nulltarif, dem fahrscheinlosen Verkehr, zumal es mehrere Städte gibt, die auch gezeigt haben, dass das zu enormen Verschiebungen führt. Rund um Deutschland liegen Länder, die viele Nulltarifstädte haben. Die meisten Nulltarifstädte in Europa haben Polen und Frankreich. Und Deutschland hat gerade eine einzige Stadt wieder mit Nulltarif. Da bin ich letztens gewesen, habe mir das angeguckt, das ist Pfaffenhofen. Na, das ist auch relativ einfach. Ich wollte mal mitfahren. Ich war Samstag um 13 Uhr da. Der nächste Bus wäre am Montagmorgen gefahren. Also Nulltarif für Busse, die es nicht gibt, bringt es natürlich auch nicht. Also Deutschland ist ja wirklich Entwicklungsland. Wie wäre es, wenn Gießen die Ersten wären? Was sagen die Grünen dazu? Also Sie haben es gerade eigentlich richtig schön erzählt. Also mir geht eigentlich voraus, dass, also was ich möchte, ist mehr Qualität und mehr eine höhere Attraktivität des ÖPNV. Die müssen wir erreichen. Und das hat Herr Heinbach auch gesagt, das müssen wir ja irgendwie finanzieren. Und darum glaube ich, ist ein Nulltarif nicht unbedingt das, was erfolgreich oder erfolgsversprechend ist. Allerdings, und das ist ja auch im Land Hessen mittlerweile, fängt das ja auch an, sind Pauschaltickets. Das heißt zum Beispiel, Azubis können für 365 Euro im Jahr, das ist 1 Euro am Tag, können sie sich dann ein Ticket kaufen. Jetzt soll das eingeführt werden für Senioren und soll eingeführt werden für Ehrenamtler. Das Landesbedienstete fahren mittlerweile auch kostenlos mit der Bahn. Die Stadt hat mittlerweile auch gesagt, okay, wir wollen das Jobticket. Und so Sachen müssen wir einfach viel mehr stärken. Und jetzt sage ich auch noch was, nämlich auch dagegen spricht. Wir sehen das bei den Landesbediensteten. Die haben alle kostenlos dieses Ticket bekommen. Ich fahre den Zug, bin Landesbediensteter und sehe jetzt nicht die ganzen Kollegen im Zug, weil für manche ist es einfach unattraktiv. Und Herr Heinbach hat das so schön beschrieben, da, mit dem quasi flexibel, großer Kofferraum, ich fahre nicht am Bahnsteig. Wir müssen einerseits den Autofahrern es einfach unattraktiver machen zu fahren. Auf der anderen Seite müssen wir den ÖPNV attraktiver machen und das müssen wir irgendwie finanzieren. Und das kriegen wir nicht hin mit dem Nulltarif. Die sagen, ja, wenn es kostenlos ist, dann klappt es auf jeden Fall, dann fahren alle mit der Bahn. Das ist nicht so. Kerosinbesteuern ist zum Beispiel auch ein sehr guter Vorschlag, aber in Bezug jetzt nochmal auf den Nulltarif, glaube ich, das würde nicht unsere Probleme lösen. Wir müssen mehr auf die Qualität aufbauen, eine höhere Attraktivität und eine höhere Taktrate einfach geben. Und auch eine höhere Anbindung an den ländlichen Raum. Weil das vergisst man auch immer gerne, wenn man hier in der Stadt wohnt, wo das relativ gut klappt. Ja, also ich steig aus der Tür, sag ich schon, wollte schon einen Steuer machen. Ich gehe aus der Tür raus, laufe 100 Meter und alle 4 Stunden fährt ein Bus. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, genauso wie sie es auch gerade beschrieben haben, die wohnen in Selters, da wohnen 400 Leute, da fährt Samstag, Sonntags gar nichts. Und dann Montag, Vormittag, also unter der Woche vormittags stündlich bis 13 Uhr und das war's. Und da muss halt auch was geschehen, weil gerade im Land werden halt die meisten Kilometerstrecken mit dem Auto auch durchgeführt. Und da muss was passieren. Und das schafft man nicht mit dem Nulltarif. Also sind die Grünen gegen den umfassenden Nulltarif in Gießen? Wenn Sie so die Schwarz-Weiß-Antwort wollen, ja, sind wir dagegen, gegen den Nulltarif. Ja, aus Kostengründen. Nicht nur Kostengründen. Also es geht auch einfach darum, die Attraktivität zu erhöhen. Und die erhöhe ich nicht nur, dass ich alles kostenlos mache. Aber auch. Vielleicht nochmal eine Idee, weil das haben Sie auch schon angesprochen mit der sozialen Frage. Da gehe ich auch d'accord. Und da muss man auch anders mit umgehen.
mit Menschen, die sich das nicht unbedingt leisten können. Da finde ich, kann man auch mit anders umgehen. Da sind wir aber auf einer ganz anderen Debatte dann unterwegs. Da geht es dann um Hartz IV und wie kann man diese Leute besser unterstützen. Da hätte ich überhaupt kein Problem zu sagen, diese Leute bekommen auch ein Ticket. Ja, aber das ist eine andere Debatte. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Aus allen, wenn man das alles so macht, fordern wir ja, dass der erste Bereich, der komplett autofrei gestellt wird in Gießen, die Innenstadt ist. Also alles innerhalb der mittleren Linie vom Anlagenring. Die inneren Spuren sollen ja Fahrradstraße werden und hier soll gar kein normaler Autoverkehr mehr sein. Also nichts mehr, außer wenn Krankenwagen rein muss oder ähnliches. Unseres Erachtens würde das die Innenstadt viel, viel attraktiver machen. Deshalb fordern wir die autofreie Innenstadt als erster Schritt zu einer umfassenden Verkehrswende in allen Stadtteilen. Was sagen die Grünen? Eigentlich meine ich, hast du die Antwort ganz am Anfang auch schon gegeben, deshalb wird es jetzt vielleicht kurz. Autofreie Innenstadt, ja oder nein? Ja. Aber ich möchte auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Also wir müssen erstens aufpassen, dass es autofrei nicht ein Kampfbegriff wird, weil das hat man gemerkt oder merkt man in politischen Diskussionen hier mit Leuten, die Geschäfte haben, die da einfach Ängste mit diesem Begriff bekommen. Ich finde den persönlich nicht so schlimm. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass das nicht ein Marketingspruch wird, weil es reicht nicht einfach, eine Fußgängerzone auch neu auszuschreiben und zu sagen, jetzt sind wir autofrei. Autofrei, das habt ihr eigentlich sehr gut definiert, was es bedeutet. Man muss aber dann auch nochmal diskutieren, wie ist das mit Leuten, die hier wohnen und wie ist das mit Leuten, die eine Behinderung haben und die trotzdem auch in die Innenstadt wollen. Und man muss eben auch Ängste nehmen, weil wir haben das in der Blockstraße gesehen, das ist ja gar nicht so weit weg, da konnte man mit dem Auto reinfahren und seitdem da keine Autos mehr reinfahren dürfen, ist diese Straße so richtig schön aufgeblüht. Oder der Seltersweg, da können sich viele nicht dran erinnern, ich auch nicht. Aber da konnte man früher mit dem Auto durchfahren. Und wenn man sich dann mal in den Archiven anguckt, wie die Diskussion da auch liegt, da hatten Leute richtig Angst, dass sie ihre Geschäfte verlieren. Und jetzt gucken wir uns den Selters an, wie der blüht und wie schön das ist, da durchzulaufen, dass da eben kein Auto durchfährt. Das ist nämlich einfach so, dass das die Attraktivität dieses Kerns hier enorm steigern wird. Da bin ich überzeugt. Und diese Überzeugung, die muss man auch an den Leuten bringen, die eben hier Handel betreiben und die auch hier wohnen. Das heißt, die SPD setzt sich für eine autofreie Innenstadt ein. Die SPD auch, aber die Grünen. Ja. Extra mit grünen Jacke, nicht so. Die Grünen setzen sich für eine autofreie Innenstadt zu Gießen ein. Ja. Ich glaube, das kommt jetzt wieder. Ja, wunderbar. Das waren die 5 Dinge. Vielen Dank auch an dich. Und wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Ich will noch mal ein paar da, das. Das mit den Kosten, ja auch immer angesprochen wurde, hat vorhin ja schon gesagt, Lothar, wie viel das selbst. Mit dem Schienenverkehr auch nochmal, das ist wirklich eine ziemlich interessante Geschichte. In der Tat, eine Straßenbahn ist ziemlich teuer. Allerdings haben wir hier diese erstens sowieso die Sanierung von Strecken, die wir vorgeschlagen haben. In wenigen Tagen oder Wochen wird hier die Neustadt kaputt gemacht. Da könnte man gleich was Neues reinlegen. Und das Spannendste wird die Grünberger Straße sein. Die steht an zu sanieren und da wird es spannend sein, wird man das Geld verpulvern und eine neue Straße, also 100% der Kosten in neue Straße machen oder wird man da gleich Gleise verlegen. Wer Geld sparen will, sollte das da machen und so ganz nebenbei, wir haben das im Moment extrem hohe Infrastrukturförderungen durch Bund und Land und zwar fast ausschließlich für Ausbau des Schienenverkehrs. Die sind so hoch, dass man reichlich dumm wäre, nicht jetzt die Straßenbahn zu bauen, weil man wird nie wieder so hohe Zuschüsse bekommen wie jetzt. An der Stadt Gießen würde relativ wenig hängen bleiben. Aber das ist einfach nochmal so eine Bemerkung zwischendurch. Du kannst auch nochmal einsehen. Ja, weil es ist ja nicht daran getan, einfach ein Stück Ufer da in die Grünberger Straße zu senken. Da können wir Signalanlage dazu und so weiter. Das ist schon nicht so billig. Ich sage auch, wenn wir das schaffen würden, dass wir eine gute Förderung bekommen, wäre ich der Letzte, der sagt, nee, dann machen wir das nicht. Also wenn wir das wirklich so bekommen, das heißt, mal der Punkt 90% bezahlt oder 80, dann finde ich, sollte man sich dieser Möglichkeit auf keinen Fall verwehren. Dann solltet ihr da rangehen, weil durch das Ausprobieren kriegt man das hier raus. Also okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Musik, glaube ich. Oder wo sind die? Da. Und dann geht's weiter mit den Linken in 5 bis 10 Minuten.